Jetzt muss ich bestimmt, muss ich nochmal drücken? Nein. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. So. Jetzt muss ich noch überzeugen, die Warteschlange nicht zu blockieren. Wo ist der jetzt hin? Achso, ich kann, dachte, ich könnte jetzt zumachen und dann ist die Welle weg. Bevor ich aber zum Bürgermeister gehe, gehe ich zu Tonis Haus und öffne mal den Schrank. Den Apotheken, Medizinschrank, Verbandschrank, was auch immer. Ich bin falsch gelaufen. Aber dann habe ich ja klares Wasser. Also. Rezept. Ich brauche klares Wasser. Klares Wasser ist unten und besonderes Wasser ist in dem Rathaus. Dass man das nicht irgendwie überspringen kann, das ganze Laufen. Den Schlüssel. Was ist das? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Muss ich das jetzt Toni geben, Beruhigungsmittel? Und dann beruhigt die sich und dann kann ich das Ding nehmen. Coupon oder so? Keine Ahnung. Erstmal gucke ich danach und dann gehe ich zum Rathaus.
Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh, nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst ja an, nimm die Füße. Da muss man schon und sie. Nicht hier. Kann ich hier noch was nehmen? Finger weg. Von meinen Sachen. Okay, dann brauche ich die Beruhigungsmittel für was anderes. Für den Bullen. Dass er sich nicht auf. Dass man den besser zunehmen kann. Aber ich wusste nicht wie. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Gut, dann gehe ich mal wieder zum Rathaus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Warum kann ich denn nicht rein? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. So, da rein. Wieso komme ich denn nicht rein? Ach, Rufus, was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Ach, Ruf, was will... Naja. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen?
Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotte. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob? Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, aber. Und ob? Was denn jetzt noch? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen.
Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Das Mädchen... Falsch. Mir gehen die Argumente... Endlich. Ist noch was? Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. So. Was für ein Schrotthaufen. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Wieso ist dein Schlüssel? Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R-I... Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Kann ich hier noch was? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Einer? Gibt's hier noch was? Nein. So, ich habe hier jetzt ein Behältnis. Kann ich damit... das Öl sammeln? Habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. So. Wachmacher. Wenn ich da drauf reite, dann fliege ich doch eh wieder runter. Gleich nochmal. Das denn da?